Hallo, ich bin's Ian. Ich möchte euch heute das Buch Ich bin meine eigene Frau von Charlotte von Mahlsdorf vorstellen. Das Buch ist eine Autobiografie der 1928 geborenen Transfrau Charlotte Mahlsdorf. Ich persönlich kenne mehr queere historische Personen aus den USA als aus Deutschland und das möchte ich definitiv ändern. Schon allein deswegen habe ich mich gefreut, als ich dieses Buch in der Bücherhalle auslagen sah. Und genau, ich wusste tatsächlich gar nichts über Charlotte von Mahlsdorf, dachte mir aber, dass eine Person, die in den 1920er Jahren geboren wurde, schon einiges zu erzählen hat wahrscheinlich. Und da hat mich das Buch auf jeden Fall nicht enttäuscht. Sie hatte ein sehr interessantes Leben. Und ihre Gedanken und Handlungen haben auch bei mir immer mal wieder Gedankenanstöße oder interessante Überlegungen ausgelöst. Ihr Leben lang hatte Charlotte die Unterstützung ihrer Familie, die auf ihrer Seite war, wenn sie auch nicht unbedingt deren Verständnis hatte. Eine Ausnahme war dabei ihr sehr gewaltvoller Vater, der sie nur beachtete, wenn er gerade dabei war, sie zu einem guten deutschen Jungen beziehungsweise Soldaten zu erziehen. Sie interessierte sich allerdings eher für traditionell weibliche Tätigkeiten und wollte lieber eine Hausfrau werden. Dazu gehört auch, dass sie sich mit der Inneneinrichtung von Wohnungen beschäftigte und tatsächlich war eine ihrer Leidenschaften das Pflegen und Sammeln von Möbeln aus der sogenannten Gründerzeit. Bei dem Sammeln ging es ja allerdings nicht darum, Reichtümer anzuhäufen, sondern einfach liebevoll gefertigte Gegenstände der Nachwelt zu erhalten. Genau, dieses der Nachwelt erhalten war auf jeden Fall ein wichtiges Thema bei ihr. Dieses Buch ist ja auch eine andere Art von etwas hinterlassen. Und das war nicht der einzige Weg, wie sie in die Öffentlichkeit gegangen ist, sondern sie hat das auf sehr viele verschiedene Art und Weise gemacht. Zum Beispiel hat sie ihre Sammlung auch aller Welt zur Verfügung stellen wollen, indem sie ein privates Museum geöffnet hat. Und besonders bei der Beschreibung, wie sie das Museum geführt hat, geht sie darauf ein, wie sie so von der Bürokratie in der DDR gegängelt wurde und genau auch einfach staatliche Diskriminierung erlebt hat. Ich habe beim Lesen häufig darüber nachgedacht, wie sich einfach Sprache verändert hat und wie sich dadurch so Möglichkeiten von Solidarität und Verständnis erweitert haben, weil Charlotte hatte tatsächlich für sich nicht wirklich viele Begriffe, also sie benutzt Mann und Frau, aber so ein Begriff, der ihr wirklich gepasst hat, hatte sie nicht. Und auch beim Beschreiben von anderen Transpersonen, ja, fehlte ja so manchmal auf jeden Fall das Verständnis oder das Einfühlungsvermögen, hatte ich so das Gefühl. Sie beschreibt sich als Einzelgängerin, die gerne alleine ist. Beim Lesen fand ich es aber trotzdem beeindruckend und auch einfach schön zu lesen, wie sie eigentlich immer auch Freundschaften hatte, Personen, mit denen sie halt Ressourcen geteilt hat. Und auch eigentlich immer ein Liebes- beziehungsweise ein sehr kinkiges Liebesleben hatte. Genau, das fand ich einfach schön, wie sie so Unterstützung und Hilfe von anderen Leuten erhalten hat und auch gleichzeitig ihre Ressourcen geteilt hat und so einfach ein Teil der queeren Bewegung in der DDR war. Ich freue mich, dass ich dieses Buch gefunden habe, denn es hat mir auf jeden Fall einige Einblicke gewährt. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr gerade lieber vielleicht einen Film gucken wollt, habt ihr in diesem Fall tatsächlich die Möglichkeit, wenn ihr den findet. Denn zeitgleich mit diesem Buch ist ein gleichnamiger Film entstanden, der von Rosa von Braunheim gemacht wurde. Ich habe mir dieses Buch auch gekauft, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich es Leuten gerne verleihe oder auch einfach Dinge nachschlagen möchte. Ich fand die Perspektive halt einfach interessant. Und habe bisher selten noch kein Buch aus dieser Perspektive gelesen. Ich bin jetzt nur sehr oberflächlich auf einzelne Punkte eingegangen, die ich wichtig fand. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir auf jeden Fall gerne die Fragen in die Kommentare. Und wenn ihr mir Biografien oder besonders gerne Autobiografien von queeren Personen empfehlen könnt, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr doll. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Bis bald!